Ich bin in Malanz aufgewachsen, bin als Primarschüler schon einer gewesen, der gerne Aufsätze geschrieben hat und auch anständige Aufsätze geschrieben hat, also mindestens gelobt worden ist vom Lehrerheldstab und vom Lehrergredig. Und ich hatte nachher das grosse Glück gehabt, dass ich nach der 6. Klasse auf Schiersch in die Schule, in die Mittelschule, und habe schon bald in der Mittelschule, so in der 3., 4. Klasse, zusammen mit Freunden, haben wir gesagt, jetzt gründen wir eine Schülerzeitung. Und das war eigentlich mein Anfang gewesen als Journalist und als Verleger. Wir haben das Ganze gemacht, oder? Wir haben die Zeitung entworfen, wir haben die Zeitung geschrieben, wir haben die Zeitung gestaltet, haben die Zeitung verleiht, also verkauft. Und ich habe dort eigentlich meine Erfahrungen gesammelt. Das war das eine. Und das zweite, der zweite Weg war, ich habe mir früher gesagt, dass ich in die Welt der Zeitung gehen möchte. Und habe eine grosse Leidenschaft als Jüngling. Und das war die Popmusik und später der Jazz. Und ich habe dann gedacht, ja, ich schreibe über diese Musik. Und dann bin ich auf Chur und dort hatte es eine Zeitung, die es heute nicht mehr gibt. Und die heisst «Der freie Rätsier». Und dann habe ich angeklopft dort und dem Redakteur, Daniel Witzig, gesagt, «Hören Sie, Herr Witzig, ich würde gerne über Rockmusik schreiben in Ihrer Zeitung.» Und dann hat er große Freude gehabt und hat mir eine Seite beschafft, wo ich nachher jeden Monat die Seite gefüllt habe mit Plattenbesprechungen, mit Konzertbesprechungen. Und so hat das angefangen. Und während der ganzen Mittelschulzeit habe ich dann dort in dem freien Rätsel meine Seite gehabt, wo ich darüber geschrieben habe. Und dann hat sich das ergeben nachher, dass der Daniel Witzig gesagt hat, ja, wenn denn du fertig bist mit der Schule, schierst, deine Matura hast, dann komm doch du grad zu uns. Und dann bin ich nachher habe ich eigentlich grad am Freitag Matura gemacht, das weiß ich noch, und am Montag habe ich angefangen. Dann war es aber schon bei der Bündner Zeitung, weil die verschiedenen Zeitungen haben sie dann ja zusammengeschlossen. Also die neue Bündner Zeitung, die es gegeben hat, und der freie Rätsel zu der Bündner Zeitung. Und dann habe ich dort angefangen als Regionalredakteur, aber alles über alles Mögliche geschrieben, als Nachrichtenredakteur. Das ganze Metier dort, dort gelernt unter den Fittich von Daniel Witzig und dann später von Hans-Peter Löbrimont. Und ich habe zur gleichen Zeit angefangen wie der Andrea Massüger. Also so, er ist ein bisschen später als ich gekommen. Und so hat sich das ergeben. Und im Laufe der Jahre, das ist etwa 2, 3 Jahre, wo ich dort war, hat nachher Hans-Peter Löbrimont gesagt, ja, dass doch gut wäre, wenn ich noch irgendwie studieren ins Unterland, weil ich könnte ja nicht da jetzt auf der Redaktion hocken, bis ich 65 bin. Das wäre doch noch gut, wenn ich irgendwie ins Unterland studieren. Und dann habe ich den Rat zuerst ein bisschen widerwillig wahrgenommen, weil ich dachte, ja, was soll ich da ins Unterland, wenn ich da im Kanton Graubünden bin und eine Stelle habe und es mir gefällt. Ich habe das dann aber gerne gemacht. Ich habe dann Sozialwissenschaften studiert, also Soziologie und Geschichte. Und bin dann vorbei beim Radiostudio in Zürich und habe gewusst, dort hat es einen, der heisst Konrad Dönz. Und dann habe ich gewusst, das ist ja das Geschlecht von Fals. Und dann habe ich dort geklopft und also geläutet bei der Porta und gesagt, ich möchte mit dem Konrad Dönz reden. Dann ist er gekommen und hat ein bisschen gross geschaut und dann habe ich gesagt, ja, er sei ja Dönz, er sei sicher von Fals. Und ich sei ganz dabei aus dem Prättigau und ich möchte das Radio machen und das Radiogeschäft lernen als Journalist. Und das sei ja so, dass die Bündner einander ein bisschen helfen im Unterland. Und dann hat er gelacht und auf jeden Fall hat es dann geklappt. Dann hat er mich ins Radio mitgenommen und ich habe 2 Tage später dann meine erste Sendung gemacht. Ich weiss noch, über eine Filmwoche, die in Zürich passiert ist.
Und so bin ich dort im Radio DRS, wie das dort geheißen hat, eingestiegen und habe während dem Studium bin ich dort Radioreporter gewesen beim Radio DRS unter der Fittich von Konrad Döns. Und habe nachher alle möglichen Geschichten können machen im Radio während meinem Studium. Als ich fertig studiert hatte, habe ich verschiedene Sachen gemacht in der Wissenschaft. Also als Assistent am Institut und in der Forschung. Und dann hat sich die Freundschaft ergeben mit dem Benedikt Loderer. Und dann hat er gesagt, ob ich mit ihm das Hochparterre auf die Beine stelle. Und so ist dann das entstanden, das Hochparterre. Und das habe ich nachher 35 Jahre gemacht. Zuerst als der Stellvertreter von Benno. Und nach gut 5 Jahren hat er gesagt, er werde jetzt Starschreiber ohne Führungsaufgaben. Und ich werde Chefredakteur. Und dann habe ich das nachher gemacht. Ja, beim gesamten 30 Jahre und bin dann auch der Verleger vom Hochparterre und was da alles dazugehört. Und vor einem Jahr habe ich mich pensioniert und meine journalistische Karriere, was jetzt so die Laufbahn angeht, mit grosser Freude und grosser Genugtuung abgeschlossen. Das ist so etwas in Kurzfassung. Als ich mich pensioniert habe, also never say never again, und tun, wie du sagst, bei den Frieden schreiben. Dort schreibe ich, habe ich eine Kolumne über Ländlermusik, über Volksmusik. So schließt sich der Kreis. Angefangen habe ich als eifriger Rezensent und Kritiker von der Popmusik. Nachher habe ich viele Jahre über Jazz geschrieben. Und dann in den letzten 20 Jahren immer mehr über Volksmusik, also auch über Ländler, zuerst in der WOTS und jetzt in der Frieden. Das mache ich dort mit grosser Freude, habe auch meine Architekturkolumne in der Frieden. Dann bin ich seit auch Menschengedenken Kolumnist in der Südostschweiz, also in der Bündner Zeitung, wo ich meine Kolumne habe. Machen das eine und das andere natürlich auch noch für das Hochparterre, aber das sind ausgewählte Sachen, machen grössere Geschichten. Aber das sind dann vor allem nachher Bücher, die Arbeiten publiziert werden oder grössere Texte. Aber aus dem Alltagsberuf vom Chefredakteur und vom Verleger, dort habe ich mich pensioniert und ich bin kein journalistischer Unternehmer mehr. Ich habe das 35 Jahre lang in allen Facetten und auf dem ganzen Weg, wo der Journalismus in meiner Generation wie der gemacht worden ist, wie man den Lebensfaden verfolgt hat, habe ich leben, habe ich geniessen. Der Lebensfaden ist auch getragen gewesen von einem grossen Glück und beschienen von einer unheimlich warmen Sonne. Es ist gut gegangen und es ist fertig geworden und es fehlt mir nicht. Nein, das habe ich in dieser Art, die existenziellen Fragen, die haben sie mir nicht so gestellt, auch weil ich das grosse Privileg hatte, in meinem Lebensfaden die ganze Breite vom Journalismus zu leben. Also ich bin Reporter, ich bin Redakteur, Schreiber. Ich war Chefredakteur. Das ist ein Beruf, den ich gerne gemacht habe, den ich auch gut können habe. Also mit einer Gruppe von wirklich guten Menschen nachher das Produkt zu machen. Dann bin ich früher schon journalistischer Unternehmer geworden, als Verleger. Ich habe also das ganze Geschäft vom Journalismus gelernt und auch gelebt und habe das auch erfolgreich machen. Also sie haben die ganze Palette, wo unserem Beruf zur Verfügung gestellt, die haben die ganze Palette können leben. Haben aber geschaut in meiner ganzen Zeit auch als Chefredakteur, dass ich immer etwa ein Drittel von meiner Berufslebenszeit haben können brauchen und haben können leben als Schreiber und als Reporter, als Kommentator. Ein Drittel habe ich gebraucht, um den ganzen Laden zusammenzuheben, schauen, dass es allen einigermaßen gut geht, schauen, dass die, äh,
das Hochparterre, der Verlag, auch ökonomisch flott entwickelt. Und ein Drittel habe ich schon gebraucht, auch zum die nötigen Geschäfte machen, die nötige ökonomische Substanz zu beschaffen, die so ein Hochparterre getragen haben. Aber ich habe immer geschaut, dass ich schreiben konnte. Und da hatte ich eigentlich immer grosse Freude gehabt, dass ich nie ein Chefredakteur geworden bin, der nicht mehr geschrieben hat. Das hat früher angefangen, schon in meiner Zeit in der Bündner Zeitung. Ich habe mich dort für Fragen von der Landschaft, vom Umgang mit Landschaft, für Planung interessiert und habe immer wieder zu dem Thema geschrieben. Nachher in meiner Zeit an der Universität habe ich meine akademischen Arbeiten, die habe ich gemacht über Raumplanung im weiteren Sinn, also über den Umgang mit der Landschaft, über den Umbau von der Landschaft. In dieser Zeit sind das die grossen Themen im Kanton Graubünden, wo es auch heute sind. Das ist die ganze Frage Tourismus und Landschaft, Fremdenverkehrsentwicklung und Umgang mit der Landschaft, Strassenbau und Landschaft und Energie und Landschaft mit den grossen Wasserkraftwerken, die hier noch geplant waren. Das ist Thema, das mich mein ganzes intellektuelles Leben beschäftigt hat. Und das sind auch die Themen, die ich nachher im Hochparterre als Schreiber mich stark interessiert habe und viel geschrieben habe über den Umgang von der Gesellschaft, über den Umgang von den Menschen mit der Landschaft. Im Hochparterre sind dazu gekommen die ganzen ästhetischen Fragen von der Architektur, also wenn man in die Landschaft etwas einbaut, ja, wie macht man das anständig, wie funktioniert das anständig, dort habe ich sehr viel gelernt. Ich bin vom Beruf her, als ich zum Hochparterre gekommen bin, wo eine Zeitschrift ist für Architektur, Design und Landschaft, ich bin vom Beruf her Journalist gewesen. Und habe mich dort eigentlich dann eingeschafft in die ganzen Fragen, von der Architektur. Bin aber nie der Vorbeter von dem Thema. Da habe ich dann, es sind natürlich die Kolleginnen und Kollegen, die mit mir in der Redaktion waren, die sind aus dem Feld gekommen und haben von dem Feld viel verstanden. Ich habe mir nie Ich habe mich nie zuvorderst für mich in Anspruch genommen, dass ich jetzt quasi vorbete, wie es in der Architektur zu laufen hat. Mein Thema ist die Landschaft, ist die Raumplanung, ist Umgang mit der Landschaft in den Berggebieten vor allem. Die geniessen natürlich einfach die Mikrolandschaft, wo meine Lebenswelt ist, wenn ich da zu Flash bin. Ich habe das sehr gern und nehme das sehr an und nehme das wahr als grosses Privileg, dass ich da so funktionieren kann in dieser Landschaft und die so einrichten kann, wie ich finde, das passt jetzt zu mir und das ist hübsch und flott. Ich bin früh von der Heimat weg, Ich bin nach der Matura bin ich von der Heimat weg und habe mein Leben nachher ökonomisch auf eigene Beine gestellt. Sehr dankbar den Eltern und dem Staat, dass mir die Mittelschule ermöglicht haben, dass ich das machen konnte. Und sie tun dann eigentlich geschaut, dass ich mich selber unterhalte. Und ich hatte auch da das grosse Privileg und das grosse Glück gehabt, dass ich von Anfang an so viel verdient habe, dass ich eigentlich ein Leben kann leben, wo es mir an nichts mangelt. Das ist das eine. Also, ich bin dort kein Kostverächter, aber leben auf relativ geringem Feuer, was der Wohlstand angeht, weil es mir drei persönlich wohl ist und ich nicht belastet werde von einem Haufen Waren und von einem Haufen Sachen, die man noch muss durchs Leben mitroben muss. Sei das ein eigenes Haus, das ist das Haus, wo ich wohne, das gehört meiner Schwägerin, der Martha, die mir das zur Verfügung stellt. Sei das ein Automobil, wo ich nie eins hatte, oder seien das komplizierte, aufwendige Reisen in die Ferien. Das hat mich nie interessiert persönlich.
Das Zweite war auch schon früher eine Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten dieser Welt. Es ist einfach so und so viel da. Und ich habe schon in der Bündner Zeitung in meinen Kommentaren mich dafür eingesetzt oder dafür geschrieben, dass das ja nicht ewig so weitergehen kann, dass die Leute auftürmend und für ihren Fußabdruck derartig vergrößernd, dass einfach ja, für alle, die noch sind, auf der Welt zu wenig ist und für die, die kommen werden, nachher nichts mehr rum ist. Also das sind auch bewusste politische Entscheidungen von einer ja, Suffizienz, wie das Wort heute neu heisst, also vom Verzichten, vom das Gefühl haben, nein, das und das und das geht einfach nicht mehr, das und das und das braucht es auch nicht. Darum ist das gut, wenn man sich da durchaus auch einschränkt, aber einschränkt in einem unheimlichen Gefühl von Privilegierung, dass sehr viel rum ist. Das hat meinen Lebensstil geprägt, hat meinen Lebensstil schon geprägt in meiner Zeit, wo ich Volkaracho im Hochparterre gsi bin und wie du sagst, durchaus Möglichkeit hätte da relativ viel Mittel zusammenzutragen, hat mich aus persönlichen Gründen und aus politischen Gründen einfach nicht so interessiert und ich denke, es ja neben dem, dass die grossen Fragen auf dem politischen Feld geklärt werden müssen, ist auch an jedem Einzelnen und an jeder Einzelnen zu sagen, nein, das braucht es nicht, das will ich nicht, jetzt ist genug und jetzt ist flott. Ich nehme das relativ heiter zur Kenntnis. Wie gesagt, das eine ist eine persönliche Wahl. Oder? Ich fühle mich privilegiert und ich fühle mich umgeben mit recht genug Mitteln und recht genug Waren und recht genug Gegenständen, dass ich sehr ein komfortables Leben. Ich bin auch Wasserprediger und ein Weintrinker. Wenn ich anschaue, oder, wie viele Quadratmeter das ich zur Verfügung habe, da jetzt in meinem Haus, das Flash mit dem alten Stall, mit dem Haus, dann bin ich durchaus in der oberen Grenze von dem, wo eigentlich zuträglich ist. Als ich Bub war, pro Nase in der Schweiz hat man einen Quadratmeterverbrauch von etwa 30 Quadratmeter gehabt. Heute sind es 50 Quadratmeter, die die Leute beanspruchen, oder? Wo dann zu diesen Problemen unter anderem von der Dichte und vom Dichtestress führt, dass die Leute halt sagen, wir wollen so und so grosse Wohnung, wir wollen so und so viele Quadratmeter. Und ich bin dort, wie gesagt, ein Wasserprediger und ein Weintrinker, weil wenn ich meine möglichen Quadratmeter anschauen, dann bin ich da durchaus gut dabei. Aber wie gesagt, das ist ein persönlicher Entscheid, ist ein persönliches Wohlbefinden. Es gibt natürlich nachher die Themen, wo ich als Journalist daran gearbeitet habe und kritisch daran gearbeitet habe, in der ganzen Frage von der Mobilität, in der ganzen Frage vom Verkehr, wo ich mich entsprechend geäussert habe, entsprechend dazu schreiben und nachdenken, dass ich finde, ja, wir leisten uns da einfach eine Verkehrspolitik, die so nicht funktionieren. Ich schreibe dazu, werde hin und wieder gelesen, werde nachgefunden wegen dem und nicht mehr das dann entsprechend heiter. Aber ich bin da eigentlich nicht jetzt, sagen wir, gross geknickt, dass die anderen das halt anders sehen. Mich wundert es dann mehr, oder? Ich habe kein Kind und mich wundert es dann mehr, dass Leute, die Kinder haben, da wacker zugreifend und wacker Ansprüche an die Kleinwelt stellend, dass die sagen, ja, aber für die ist dann ja nachher gar nichts mehr um. Und das, wenn alles verbraucht ist, wenn das Klima derartig heiß wird, dass dann die nicht mehr so flott haben wie wir, das wundert mich dann mehr, wie die Leute da und dort leben und was sie beanspruchen von dem, was halt um ist. Ich hatte auch hier das Privileg, angeschoben von meiner Mama,
dass ich früher Blockflöte gelernt habe, wie es gehört, und mit der Blockflöte die Noten gelernt habe, nachher Klavier, Klavierunterricht hatte, wo mir meine Mama ermöglicht hat, während der Mittelschulzeit Klavier gelernt, Klavier gespielt, nachher Querflöte gelernt, Querflötenunterricht hatte während der Mittelschule, dann früher nachher ins Prättigauer Kammerorchester eingestiegen bin, als zweiter Flötist bei Rolf Rauber, wo noch ein Prättigauer Kammerorchester auf die Beine gestellt hat und ich konnte da mitspielen. Dann in der Mittelschulzeit hat man die Rockkapellen gehabt. Da bin ich auch ein bisschen dabei gewesen, nicht so stark. Und habe eigentlich immer Musik gemacht. Und als ich ins Unterland bin, habe ich den Anschluss gefunden an eine Kapelle, die geheissen hat Dorfmusik Zürich. Und das war die Tanzmusik von der SP und von den Gewerkschaften. Und da sind wir viel umgetingelt und haben Tanzmusik gespielt für die Institution und einfach so für den ganz grün-roten Teich. Das war eine Coverband. Wir haben das kubanische Lied gut, das ganze proletarische Lied gut, italienische Musik, nachher Balkanmusik gespielt. Wir waren das letzte Kapelle mit 25 Leuten. Der ganz grosse Teil hat nur noch Chör gespielt, aber das war eine ganz schöne und wichtige Zeit gewesen. Dann ist das dann zusammengefallen, aus verschiedenen Gründen. Nachher haben wir wieder eine andere Kapelle auf die Beine gestellt, die dann geheissen hat Pandella delle mille lire. Das ist die Freundschaft, die wir persönlich haben zueinander. Das ist das völlig aus der Zeit rausgefallen sein. Also wir machen da völlig nur analoge Musik, ohne sogar im Normalfall ohne jede elektrische Verstärkung. Wir haben ein Programm, das auch ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Also wir spielen das ganze proletarische Lied gut, von Bella Ciao bis das Einheitsfrontlied, von der kubanischen Sachen bis zu der Prättigauer und Unterengadiner Musik. Die Vielfalt macht es aus, die uns Freude macht. Da sind wir gefragt. Wir haben jetzt wieder eine Zeit, in der wir recht viel unterwegs sind. Es macht aus, dass wir immer wieder Neues erfinden. Ich bin einer der Jüngeren in unserer Kapelle. Aber wie du sagst, wir sind lang miteinander. Früher war das kein Problem, am Abend um 9 Uhr anzufahren und am Morgen um 3 Uhr aufzuhören. Das geht heute nicht mehr. Und wir sind um 11 Uhr, wenn wir müde werden, und dann ist gut. Neben dem, dass wir Tanzmusik machen, haben wir ein neues Format erfunden, wo wir jetzt schon seit 10 Jahren unterwegs sind. Das heisst Suite. Dort schreibe ich ein Libretto zu verschiedensten Themen. Sind das Libretti, zum Beispiel eben über den Johann Wilhelm Fortunat Quatz oder jetzt dann über den Leonhard Ragaz, über einen grossen, bedeutenden Sozialist vom 20. Jahrhundert und seine Frau Clara Nadig, eine Bündnerin und ein Bündner, dann zu Landschaftsthemen, zu Themen jetzt gerade im Widerstand gegen das unsinnige Kraftwerkprojekt. Als Journalist ist man ja gewohnt, dass man schreiben heisst in den Fluss speuzen. Oder? Und die Wirkung ist relativ klein von unserem Beruf. Oder? Es ist ein ständiges Machen, ein ständiges Tun, ein ständiges Strampeln. Und dann wieder hat man Freude, wenn etwas geratet und etwas auch Wirkung hat. Das ist beim Hochparterre. Ich habe viel geschrieben und dann gibt es ein paar Sachen, die dann wirklich geraten sind, wo sie etwas bewegt hat in einer Richtung, wo ich finde, ja, das ist jetzt gut und da ist jetzt etwas passiert. Und eine von den Sachen, jetzt außerhalb vom Hochparterre, wo mir geraten ist, das ist der Bündner Literaturpreis. Ich bin Kolumnist von der Bündner Zeitung und habe dann das gelesen, dass der Bündner Literaturpreis schöne, traditionsreiche und, wie ich finde, eine gute Institution einfach am Rand war, weil das Geld nicht mehr rum war und man gesagt hat, ja, jetzt hören wir auf, wir haben nichts mehr, oder? Und jetzt ist es gewesen. Und dann habe ich dort eine Kolumne geschrieben und gesagt, ja, das kann ja nicht sein, oder? Das ist eine wichtige Institution für die
Dichterinnen und Schriftsteller, das ist eine wichtige Institution für die Verleger, für die Buchhändler und für uns Leserinnen und Leser. Und es ist eine erfolgreiche Institution, oder die haben das wirklich sehr gut gemacht, auch Bündner Literaturpreis, der ja gestiftet worden ist seinerzeit von Milli Enderlin von Meyerfeld, der gesagt hat, da ist so und so ein hoch Geld, jetzt machen das. Und dann habe ich nachher gesagt, das kann nicht sein, dass so eine Institution einfach untergeht. Und wir haben doch genug im Kanton Graubünden, genug Leute, die da ein bisschen Geld haben. Und wir brauchen ja nur Zechen, die je 10'000 Franken heranlegen. Und dann haben wir wieder 100'000. Und einer von diesen Zechen bin ich und der braucht es nur noch 9. Und das habe ich in die Zeitung geschrieben. Und dann innerhalb von 2 Wochen sind die Zechen beieinander gewesen. Und dann hat man wieder 100'000 Franken gehabt, um den Bündner Literaturpreis weiterzuführen. Und dann hat dann die Gruppe, die er bis jetzt gemacht hat und sehr gut gemacht hat, hat dann gesagt, ja, aber wir sind jetzt auch anverlangt da und wir haben jetzt eigentlich Freude gehabt, dass das Ganze aufhört und dass halt das Ganze untergeht. Wir machen nicht mehr weiter. Jetzt musst, wenn jetzt du schon das Zeug geholfen hast, dass der Preis weiter besteht, dann musst du jetzt halt auch selber einen Zeck und dann musst jetzt du selber einen Stiftungsrat auf die Beine stellen und dann müsst ihr selber weitermachen. Ihr habt uns einen Segen und ihr habt uns einen grossen Dank. Und so sind wir dann eingestiegen und dann habe ich Leute gefragt und zusammengetrommelt, 5. Der Ritter Schmidt von Pfalz, der Rico Frank Valer aus dem Unterengadin, der Arianna Nussio aus dem Puschlaf, die Lucia Raget, Chur und Schiersch und ich, die sagen, jetzt sind wir neu der Stiftungsrat und jetzt machen wir das und jetzt führen wir das weiter im Sinn und Geist, wie die das vor 20 Jahren gemacht haben. Und das ist schon die ganze Erklärung vom Rätsel. Ich bin jetzt 9 Jahre, bin ich Präsident der Kulturkommission vom Kanton und der Literaturpreis, das ist jetzt seit 3 Jahren, das ist miteinander verknüpft, weil ich habe natürlich über mein Amt und über den die Bekanntheit, die mit dem Amt verbunden ist, eine gewisse Bekanntheit hatte, die geholfen hat, dass das Ganze funktioniert. Aber das ist völlig unabhängig voneinander. Der Literaturpreis ist völlig eine private Organisation, wo eben das Geld auch der Grossteil von privaten Leuten hat. Ist keine staatliche Institution. Und der Kulturpreis, das ist eine ehrwürdig staatliche Institution von der Bündner Regierung. Ich bin angefragt worden, ja, das ist seinerzeit vom Kulturminister, vom Regierungsrat Martin Jäger. Der hat mich gehört, also der kennt mich schon lange, der ist auch zuerst in der Schule, ist ein bisschen älter als ich, kennt mich schon lange, hat mich natürlich auch kennt aus der Arbeit und aus dem Engagement in der Partei. Er ist sozialdemokratischer Regierungsrat, ich bin schon ewig Mitglied in der SP, habe ihn kennt, wie man sie dann halt eben kennt im Kanton Graubünden. Und er hat mir es gehört, wenn ich eine Veranstaltung da teichselt habe. Und dann ist er auf die Idee gekommen, ja, das könnte allenfalls einer sein, den man brauchen kann für das. Und dann ist er da in die Stube gekommen zu mir und hat mir gesagt, du, los, wir suchen den neuen Präsident für die Kulturkommission. Würde dich das interessieren? Machtest du da mit? Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss mir das jetzt einmal überlegen, was das alles heisst, was es auch vom zeitlichen Engagement heisst. Und dann habe ich ihm zugesagt und nachher bin ich von der Regierung bin ich dann gewählt worden. Aber das ist der Normallauf, wie denn das geht, oder? Das ist eine Aufgabe von der Regierung, ihre Kommissionsmitglieder zu wählen. Und so ist das mir auch gegangen. Ja, das ist etwas sehr Schönes, oder? Es ist, man muss sehen, von der Institution her ist die Kulturkommission, wo wir 7 Leute sind, auch dort uns in grosser Solidarität und Freundschaft verbunden. Das ist eine ganz gute, vielfältig zusammengestellte Gruppe. Die Kulturkommission, das ist ein Beratungsorgan von der Regierung. Wir haben keine Entscheidungskompetenzen, wir haben auch keine Finanzkompetenzen, sondern wir stellen der Regierung Anträge stellen, was der Kulturpreis angeht, was die Kulturförderung angeht von den grossen Projekten. Die beraten und sagen der Regierung nachher, wir würden das so und so machen. Um das können einigermaßen handfest und einigermaßen vernünftig machen, sind wir in der Kulturkommission und bin auch ich als Präsident der Kulturkommission
Kommission viel unterwegs. Schnurren mit den Haufen Leuten, gehe viele Dinge anschauen, auch Dinge, die ich sonst vielleicht nicht anschauen. Treffen Leute, die jetzt nicht unbedingt das machen, wo mich jetzt, ja, wo ich jetzt sonst mich brennend dafür täte interessieren. Lernen so viele Leute kennen, lernen viele Haltungen kennen, lernen viele Projekte kennen. Und das ist etwas, wo mir wirklich gut gefällt. Oder? Und es ist erfüllend im Rahmen von dem, was man erwartet wird, wie so eine Kommission funktionieren. In meinem Feld, oder im Feld des Reporters und im Feld des Journalisten, hat es natürlich etliche Sachen und etliche Autorinnen und Autoren. Und ich denke, ja, eines Tages, wenn ich mir Mühe gebe, dann bin ich vielleicht ein halb so gut wie Margret Sprecher, zum Beispiel, wo ich eine hervorragende Journalistin finde. Oder ich bin dann so gut wie der Niklas Meyerberg in meiner jugendlichen Zeit als Journalist eine grosse Figur gewesen. Heute kennt ihn fast niemand mehr. So, bis ich dann so gut werde, dann muss ich wirklich noch richtig am Morgen früh aufstehen und lernen und tun. Die Vergleiche natürlich, oder? Wo ich schaue. Aber es ist mein Feld, das mich interessiert und mein Feld, das ich kann. Und dort bin ich natürlich ständig am Schauen und am Machen und am Orientieren. Was ich nicht habe, ich habe nicht das Bedürfnis, Romancier zu werden oder Lyriker für die. Das ist nicht mein Feld, das ist nicht mein Beruf, das habe ich nicht hingegen als Musiker. Denn wenn ich da höckle da neben dem Ofen und hinten lasse ich da meine Anlage chattern und ich höre das Klarinettenkonzert, dann bin ich natürlich zerknirscht, oder? Und sage, hätte ich doch früher mehr geübt und hätte mir doch mehr Mühe gegeben, dann könnte ich das, das werde ich nie erreichen. Und dann bin ich ganz knickt und ganz niedergeschlagen und gehe über ins Räumchen und packe die Klarinetten aus und gebe mir Mühe und denke, uiuiui, so gut wie der Domenic Janett, so gut werde ich nie mehr in dem Leben. Und das ist etwas, was ich verpasst habe. Ein gewisses Talent mute ich mir zu, aber es wäre vielleicht dann zu wenig Talent, um so gut zu werden. Und es ist vor allem zu wenig Zeit und zu wenig Mühewaltung, um wirklich so üben und so dran sein, dass ich so gut werde. Und dort habe ich durchaus das Gefühl von, ach komm, jetzt hören wir lieber ein Klavierkonzert, dass ich mich noch mal plage, indem ich das Klarinettenkonzert höre und sage, leck, ist der gut und wie bin ich eine vollkommen umfassende Pfeife. Wir haben eine beschränkte Lebenszeit, wir haben beschränkte Fähigkeiten, wir haben beschränkte Möglichkeiten. Und dann ist es Glück, wenn nachher jeder und jede ein Feld findet, wo er findet, das gefällt mir, das ist toll, das erfüllt mich, dann bleibe ich da auch dran. Sei das, dass er Schmied ist, sei das, dass er Programmierer ist, sei das, dass er Filmerin sei, oder sei das, dass er Musiker ist. Die Konzentration auf ein Feld, wo man Freude hat und ein Feld, wo man sich etwas zutraut, ein Hoffen auf die Privilegierung, dass auch die äußeren Bedingungen so sind, dass man das in dem Feld kann bewegen kann, das finde ich eigentlich probat und ist für mich zumindest in meinem Leben eine glückliche Fügung, dass ich das so erleben darf und dass ich nicht muss in einem grossen Feld von Möglichkeiten umschwimmen, wo ich nachher dann ein schlechter Musiker bin, ein schlechter Romancier bin, ein schlechter Zeichner bin und ein schlechter Filmer bin und überall das Gefühl habe, ich kann eigentlich gar nichts. Bin ich froh, dass es mir so, dass ich meine Lebensfaden so entwickelt hat, dass ich ein Feld gefunden habe, ein Feld auch zugewiesen bekommen habe, die Zufälle mich darauf gelenkt haben, ein Feld, das ich finde, ja, da habe ich jetzt können, über so und so viele Jahre an dem Thema und an dem Beruf und an dieser Sprache arbeiten, dass es mich tut erfüllen. Oder? Also die Konzentration auf etwas, das ist schon ein Rat, wenn du nach Rat fragst, das ist schon ein Rat, wo ich in dem Sinn hätte. Auf der anderen Seite ist das auch etwas, was ich entwickelt habe. Als ich Bub war, bin, habe ich zwar früh gewusst, dass ich Journalist werde, dass ich Spracharbeiter werde, dass mir das gefällt. Aber vielleicht hätte ich auch noch Autorennfahrer werden können oder hätte ich noch Skilehrer
richtig guter Skifahrer werden und dann nachher richtig ein wackerer Sportler. Und das war mir dann nicht so okay gewesen, weil dann die anderen sind dann geschwinder gewesen. Und in der Jugend als Bub tut man natürlich in die Breite schauen, was man jetzt alles könnte und möchte. Und wenn man das Privileg hat und die Begünstigung hat vom Schicksal, dass man in dieser Breite auch lang unterwegs sein kann, dann ist es flott, wenn man dann nachher mit einer gewissen Zeit einfach findet, ja, jetzt mache ich das und jetzt probiere ich einmal das und dann bleibe ich dort einmal dran. Ich würde nochmal diesen Weg gehen. Das ist sicher so, oder? Weil der Weg hat für mich enorm viel Glück bereitet. Der Weg hat mir enorm ermöglicht, weiss ich, mit wie vielen Themen, mit wie vielen Leuten zu tun, mit wie vielen Leuten nachher unterwegs können. Ich würde den Beruf nochmal lernen, ich würde den Beruf auch ähnlich machen. Aber das ist noch schwierig, oder? Weil ich zwei, drei Mal gesagt habe, für mich ist natürlich der grosse Koch vom Glück ist einmal der Zufall gewesen. Oder? Bin ich dort hergekommen, habe ich dort die Möglichkeit gehabt, dann bin ich dort hergekommen, dann haben wir die gefördert. Hans-Peter Löbremont, Konrad Tönz, nachher Benedikt Loderer, Hans-Peter Meyer, Dallach. Das sind alles wichtige Leute gewesen in meinem Leben. Im Politischen, Meta Fromm, von Malanz, wo ich ja, mit diesen Leuten zu tun hatte. Die haben mir geformt, die haben mir die Möglichkeiten gezeigt, haben mich machen lassen, haben mich gefördert. Und das hat dann nachher in der Collage zu dem geführt, wo ich jetzt mit 67 sagen muss, das ist eigentlich eine flotte Geschichte gewesen. Vom Weg her und vom Beruf her würde ich das wieder machen. Was ich würde machen, wenn ich anders würde machen, das ist, ich würde mir mehr Mühe geben und mich konzentrieren auf wirklich gute Musik machen. Da bin ich für so lange, wenn ich jetzt spiele, so lange, wenn ich dabei bin, da kann ich viel zu wenig. Und das reut mich, dass ich nicht mehr von den vielen Sachen, die ich gemacht habe, dass ich nicht mehr Zeit und mehr Disziplin aufgebracht habe, um ein halbwegs guter Musiker zu werden. Bei mir ist einfach auf dem Weg ist das Glück, wo mir Möglichkeiten eröffnet hat, um Zeug zu machen, die ich nie gedacht habe, dass ich das mache. Und was ich mir zumute an einer gewissen Pfiffigkeit, ist, ich habe diese Möglichkeit wahrgenommen und habe etwas daraus gemacht. Und, es hätte mir einen anderen Weg beschieden sein können, dass ich, wie gesagt, bei der Bündner Zeitung geblieben wäre, von 20 bis 65. Ich weiß nicht, dann wäre ich vielleicht, dann hätte ich das ganz anders entwickelt. Und ich habe Förderungen erfahren, ich habe Anschub erfahren, ich habe Möglichkeitsräume bekommen, die ich wahrgenommen haben. Das ist natürlich schon auch wichtig, wenn man also etwas sieht, ja, eine Gelegenheit sieht, dann muss man schon am Schopf packen und hoffen, dass man am Schopf die Haare nicht ausrupft, sondern dass man dabei bleibt. Und insofern glaube ich natürlich auch daran, dass es auch in der ganz schwierigen und ganz anderen Situation, wo der Journalismus heute drin ist, dass es diese Möglichkeitsräume gibt, dass es Projekte geben wird, wo man reinsteigen kann, wo man sich entwickeln kann, wo man dran sein kann. Da glaube ich dran, bei allen Schwierigkeiten, die ich auch sehe, wo der Beruf hat, wo heute das Hauen und Stechen ist, wo zu meinen Anfängen natürlich ganz anders war und das viel, viel pacifischer war, wo nicht Leute in dem Mass genötigt werden, gedrückt werden und nachher entlassen werden, wie das heute in unserem Beruf der Fall ist. Also richtig einfach in der journalistischen Maschine drin zu sein, in einer grossen Zeitung, das wäre jetzt nicht der Traum, den ich heute hätte, um diesen Traum nachher mir verwirklichen können. Hingegen Projekte machen, wie ein Hochparterre, die nachher erfolgreich machen und dort ja, auch in einer Nische Spielräume für mich selber, aber auch für all uns Beteiligten. Wir sind dann doch am Schluss 24 Leute gewesen, für all die Spielräume zu ermöglichen, die Spielräume herzustellen, die Spielräume zu verteidigen. Das gibt es heute nach wie vor. Oder es gibt nach wie vor bei allen Schwierigkeiten, die in unserem Beruf drin ist, glaube ich daran, dass es diese Projekte gibt und dass es diese Projekte weiterhin geben wird.